Sonne der Gerechtigkeit, gehe auf zu unserer Zeit, brich in deiner Kirche an, dass die Welt es sehen kann. Weckt die tote Christenheit aus dem Schlaf der Sicherheit, dass sie deine Stimme hört, sich zu deinem Wort bekehrt. Gib den Worten Kraft und Mut, Glauben, Hoffnung, Liebesglut, und lass reiche Frucht aufgehen, wo sie unter Tränen sehen. Lass uns deine Herrlichkeit sehen auch in dieser Zeit und mit unserer kleinen Kraft suchen, was in Frieden schafft. Lass uns eins sein, Jesu Christ, wie du mit dem Vater bist. In dir bleiben alle Zeit, heute wie in Im liturgischen Kalender heisst der dritte Sonntag nach Ostern Jubilate. Das kommt vom Psalm 66, wo es heisst, jauchzt Gott alle Lande. Wenn wir zurückschauen auf den April, ist das Wort heute in einem konkreten Zusammenhang gerade sehr treffend. Seit Wochen hat es nicht mehr geregnet. Die Böden sind staubtrocken gewesen, auch wegen der Beisen. Die Erde rissig. Viele Bauern haben sich Sorgen gemacht. Wegen der Aussaat, weil der Ertrag der Feldfrüchte kleiner ist und das Gras vielerorts am Vertrocknen war. Und jetzt endlich Regen. Endlich Wasser für Wald, Wiese und Erde. Das lässt aufschnaufen, beruhigt, gibt Hoffnung. Und doch wird die Frage uns alle herausfordern, wie das mit dem Klima weitergeht. Sicher ist, es müssen neue Wege gesucht werden, gerade auch in der Landwirtschaft. Neue Wege suchen, das ist das Thema von uns allen in dieser Corona-Zeit. Ganz praktisch. Vieles muss man etwas anders machen. Den Einkauf planen, das Warten üben, den Kontakt mit Familien und Freunden alternativ gestalten. Neue Wege suchen, das gilt vor allem auch in der Verarbeitung von dieser Krise. Wie gehen wir eigentlich seelisch damit um? Was macht das mit unserem Selbstverständnis? Wie sehen wir unsere Mitmenschen? Der Staat, die Arbeit, die Wirtschaft, die Ungewissheit, die mitschwingt. Existenzielle Fragen tauchen auf. Die grossen Lebensfragen, die wieder vermehrt im Blick kommen. Es sind darunter auch geistliche Fragen. Sie betreffen unser Unterwegssein im Glauben, unsere Spiritualität, auch unser Kirchensein. Es ist wichtig, dass man sie zulässt und sie auch miteinander teilt. Das Evangelium, das am Tag Jubilate gelesen wird, gibt uns ein Sinnbild, das zeigt, was wesentlich ist. Es ist die Verbindung zur Lebenskraft. Die kann man nicht aus sich selber schöpfen, sondern die schöpft man aus der göttlichen Quelle. Wer so in Verbindung bleibt mit dieser Quelle, mit dem schöpferischen Wort, kann viel Frucht bringen. Man kann aber auch einmal eine Dürre in seinem Leben aushalten oder eine Krise und kann daran wachsen.
Im Alten und im Neuen Testament finden wir als eindrückliches und starkes Bild dafür den Weinstock mit seinen Reben. Ich möchte Ihnen die Rede von Jesus aus dem Johannesevangelium Kapitel 15 gern vorlesen. Ihnen mitgeben als geistliche, spirituelle Nahrung für den Weg in die kommende Woche. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weinbauer. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, nimmt er weg und jede, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie noch mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich euch gesagt habe. Bleibt in mir und ich bleibe in euch. Wie die Rebe aus sich heraus keine Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so könnt auch ihr es nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, wird weggeworfen wie die Rebe und verdorrt. Man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, dann bittet um alles, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet.